Ja, jetzt sollen Sie Gelegenheit bekommen, Peter Kurzeck erzählen zu hören. Die Stichworte, die dazu nötig sind, sind alle schon gefallen. Archivar seines Lebens, dann das Zitat von Erhard Schütz. Wie erzählt man sich selber? Das ist eigentlich die Frage, die diesem Romanwerk zugrunde liegt. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Ihrer Aufmerksamkeit anempfehlen, dieses wirklich jüngst in diesen Tagen erschienene Buch Peter Kurzeck, der radikale Biograf, herausgegeben, zusammengestellt von der Fotografin Erika Schmid. Und ich muss gestehen, dass ich mich ein bisschen gefürchtet habe vor diesem Buch, weil es diesen Lebensroman, der das Werk von Peter Kurzeck darstellt, gewissermaßen bebildert. Sie finden jetzt also aus der Fotosammlung nicht nur von Peter Kurzeck, sondern auch von den Stauffenbergern Bilder zum Beispiel der Schauplätze, der Romane, die Sie vermutlich jetzt alle gut kennen. Also hier sehen Sie vermeintlich vielleicht eine Figur aus Kein Frühling, den Stauffenberger Nachtwächter aus den 50er Jahren. Sie sehen, wenn Sie mit den Romanen von Peter Kurzeck vertraut sind, in Kein Frühling spielt er eine sehr große Rolle, auch in Vorabend, dem jüngst erschienenen Teil aus dem alten Jahrhundert, spielt der Pol, der Teich in Stauffenberg, eine sehr große Rolle. Und so ist dieses Buch strukturiert. Sie haben auf der einen Seite jetzt diese Schauplätze und fast legendarisch dazu als Bildunterschriften, die keine Bildunterschriften sind, Zitate, Auszüge aus diesem Buch. Und das, gerade als Literaturwissenschaftler ist man da sehr beklommen, weil wir natürlich darauf trainiert sind, die Differenz zwischen dem erlebenden Ich und dem erzählenden Ich immer zu betonen. Und hier bekommen wir jetzt quasi die Schauplätze, die ja Gegenstand unserer Imagination waren über die vielen Jahre, die wir Peter Kurzeck lesen, bekommen wir jetzt sozusagen auch gezeigt. Das ist ein sehr merkwürdiges Buch und gleichwohl von allerhöchstem Interesse für dieses merkwürdige Projekt. Vorhin haben Sie es genannt, Archivar seines Lebens zu sein. Das ist eine sehr merkwürdige Formulierung, aber die im Grunde dieses Projekt sehr genau beschreibt. Und wie Sie vielleicht auch wissen, Erhard Schütz hat es angedeutet, ist das Arbeitspensum und gewissermaßen das Schreibprogramm und das Lebensprogramm von Peter Kurzeck sehr präzise vorherbestimmt. Der Vorabend, dieser über 1000-seitige Roman, ist der fünfte Band einer auf 12 Bände konzipierten Chronik, einer autobiografisch-poetischen Chronik, die im Grunde nur die Zeit, sagen wir von 1979 bis 1985 in seinem Leben beschreibt. Und wir sind ja nicht zuletzt aus Anlass seines 70. Geburtstags hier. Ein so rigides Schreibpensum nimmt sehr viel seiner Lebens- und Arbeitszeit in Anspruch. Und gleichwohl gibt es darüber hinaus noch etliche andere Projekte, Erhard Schütz hat es auch schon angedeutet, die Peter Kurzeck trotzdem weiterverfolgen will. Und das ist ein sehr interessantes Ergebnis in diesem Buch. Da gibt es ein Interview mit Wendt Kessens, das sehr instruktiv ist in Bezug auf das Schreibprojekt von Peter Kurzeck. Es gibt auch ein Essay von Manfred Pabst, in dem verraten wird, dass Peter Kurzeck unter anderem darüber nachdenkt, einen weiteren Roman zu schreiben zu einer Figur, einer der zentralen Figuren aus einem seiner früheren Romane, Keiner stirbt, von 1990. Und jetzt ist auch dieses Nebenwerk, man kann es als Nebenwerk oder vielleicht auch als zweiten Teil des Hauptwerks bezeichnen, diese merkwürdigen Hörbücher. Darauf sind wir schon zu sprechen gekommen. Und man kann sich jetzt fragen, in welchem Verhältnis steht jetzt dieses spontan, mündlich performierte Erzählwerk zu dem, was Peter Kurzeck schreibt als Romanautor. Und Sie selber können sich selbst prüfen. Also es gibt sehr viel mehr Leute, die diese Hörbücher hören, die jetzt vielleicht nie einen der Romane von Peter Kurzeck lesen würden. Der Autor selber sieht es anders. Der Autor sieht es so, dass es quasi die Vorbereitung zum Schreiben ist, das mündliche Erzählen. So wie man eigentlich als Erzähler, als Autor, seinem Lektor, seinen künftigen Lesern im Grunde jedes zu schreibende Kapitel erstmal mündlich erzählen möchte, damit man weiß, wie es klingt, damit man sieht, ob es geht. So kann man sich auch einen prospektiven Roman erstmal vorerzählen, um ihn dann zu schreiben. Und ob er dann noch geschrieben wird, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber so kann man sich vorstellen, dass es eben noch Projekte, zu denen Peter Kurzeck als Autor vielleicht nicht mehr kommen wird, sie zu schreiben, sie gleichwohl als mündlich erzähltes Romanwerk vielleicht geben wird.
Und deshalb hatte ich gedacht, nehmen wir doch die Gelegenheit wahr und versuchen diesen Roman über die Figur aus Keiner stirbt, den er zu schreiben vorhat, vielleicht jetzt hier auszufantasieren. Was könnte man dazu schon sagen? Und dazu, also Peter Kurzeck möchte bei diesen Erzählprojekten auch vor Publikum nie so gerne einfach spontan erzählen, sondern es soll vermittelt sein über einen Auszug, den er liest. Und er möchte immer vorher gar nicht wissen, was es ist. Ich habe dann trotzdem gestern angerufen und habe gesagt, ja, ich möchte sehr gerne über diese Klittersfigur, den Roman, den prospektiven Roman über die Klittersfigur aus Keiner stirbt, möchte ich mit dir sprechen anlässlich dieser Gelegenheit. Und hat er gesagt, such mir eine Stelle raus aus Vorabend, seinem jüngst erschienenen Roman, die in diese Welt hineinführt, die in diesem noch zu schreibenden oder jetzt zu erzählenden Roman thematisch sein wird. Und da habe ich eine Stelle rausgesucht, die ich dich jetzt bitte zu lesen. Ja. Ich bin nicht dazu gekommen, sie vorher zu überfliegen. Und das Buch ist ja so dick, dass ich zwar weiß, ich habe das alles geschrieben und ich habe es sogar laut diktiert, 3 Monate lang, aber ich weiß nicht jeden einzelnen Absatz jederzeit auswendig. Ich kam heute darauf, dass ich froh bin, erstens das Buch überlebt zu haben, weil es mich sehr bedrängt hat und mir nicht genug Zeit blieb, zeitweilig nicht genug Zeit blieb, zu atmen, während ich es schrieb. Und ich also froh sein kann, es überlebt zu haben. Andererseits aber auch jetzt froh bin, dass es das Buch wirklich gibt. Es geht natürlich hier jetzt um die Veränderungen im Dorf und das Autofahren. Am Ortseingang Schilder aufgestellt. Mit Kindern aus buntem Blech. Freiwillig 30 Kilometer. Erst bunt und dann rostig die Kinder. Bürgerinitiative. Die Schilder sind von der Sparkasse. Die ersten paar Tage hat das auch funktioniert. Bis alle die Schilder kennen. Dann fahren langsamer höchstens noch die, die die Schilder selbst mit aufgestellt haben. Und ein paar, die sowieso nah beim Ortseingang wohnen oder da abbiegen müssen. Und die anderen kennen die Schilder schon, sehen sie gar nicht mehr, sehen von Weitem die Fußgängerampel entweder grün, dann fährt man schnell auf das Grün zu, oder rot, dann ärgert man sich und muss die verlorene Zeit anschließend gleich wieder reinholen. In den nächsten Dörfern die gleichen Schilder. Und da fahren dann die langsamer, die dort die Schilder selbst aufgestellt haben und jetzt auch gleich daheim sind. Die Blechkinder sehen aufdringlich, dumm und ungeschickt aus. Die mag man gleich nicht. Die Ortsdurchfahrten längst optimal. Höchstens die Gehsteige rechts und links könnten noch je eine Handbreit schmaler. Werden dann auch. Und sogar dann werden sie noch zugeparkt. Nimmt man also lieber, auch wenn man nur im eigenen Dorf was zu tun hat, gleich selbst das Auto, statt sich auf den zugeparkten Gehsteig vor der Bäckerei zwischen Hauswand und fremden Autos mit Taschen und Tüten und angehaltenem Atem zu Fuß mühsam durchzuquetschen. Auch die Straßen in die entlegenen Dörfer, die Nebenstraßen der Nebenstraßen, jedes Jahr 2 Meter breiter. Auch da die Kurven weg, einen Hügel, eine Hecke, eine Ecke von einem Wäldchen weg, damit die 3 oder 5 Autos, die jeden Morgen von Salzböden nach Odenhausen fahren und von Allertshausen über Glimbach nach Beuern und abends zurück, damit auch die einander noch überholen können. Sogar mehrfach einer den anderen. Deshalb fährt man ja Auto, müssen noch schnell überholen, erst recht, wenn sie eben zu Unrecht überholt worden sind, müssen überholen, bevor sie dann auf die Kreisstraßen und schließlich auf die B3 kommen. Könnten sonst ja gleich jeden Tag im Autobus mit, wo jeder auf seinem Platz sitzt, alle auf Vordermann und nur der Fahrer ein Lenkrad hat und schaltet und Gas gibt und bremst und wird dafür auch bezahlt
und kann beim Fahrer die Autofahrer und Werbesendungen im Hessischen Rundfunk hören. Hört den ganzen Tag Radio. Ausbau der Nebenstraßen also. Alles zwecks Fortschritt. Und damit auch in diesen entlegenen Dörfern die Bürgermeister jedes Jahr sagen können, wir haben dieses Jahr wieder durchgesetzt, dass unsere Zufahrtsstraße noch besser ausgebaut und um noch mal 2,16 Meter verbreitert wird, wie eine Kreisstraße erster Ordnung. Als Ziel jetzt anvisieren einen Ausbauzustand, der dem einer Bundesstraße entspricht, ein Erfolg, wieder ein Sieg. Fernziel, jedem Dorf seinen eigenen Autobahnanschluss. Wann sind denn die nächsten Wahlen? Wann hat das denn angefangen? Man merkt es ja immer nicht gleich. Und wenn man es merkt, dann denkt man sich noch nichts dabei, sagte ich. 1954 im Frühling, die neuen Automodelle, Mercedes, Ford, Opel, neue DKWs, ein großer BMW, dem kein anderes Auto ähnlich sieht. Weiß ist er am schönsten, weiß oder Elfenbein. Elfenbein sagt man mit Andacht. 180er und 190er und 220er Mercedes. Und neue Mercedes Diesel, die sind für die Ärzte und Metzger, sagen die Leute. Und den 300er, den Adenauer Mercedes. Der Herr Karl Kerber vom Kaufhaus Karl Kerber in Gießen am Kreuzplatz, dem das alles gehört, der hat auch so einen. Wie ein König sitzt er da drin, nur ein bisschen klein und sehr grau. Beinahe wie sein eigener Chauffeur, oder ist das vielleicht der Chauffeur? Jeder grüßt, auch das leere Auto, wenn es auf dem geräumten Trümmergrundstück neben dem neuen Kaufhaus steht, wird höflich gegrüßt. So groß und so schwarz und so vornehm. Dann Borgward, Lloyd, Goliath, Fiat und Renault. Als Kind sagt man Renault und denkt, der heißt so, weil er schnell rennt. Kleine Gogo- und Ilo-Autos, die den Kindern vorkommen, als seien sie eigentlich für Kinder gemacht. Aber die Erwachsenen wollen sie nicht hergeben. Und die neuen Volkswagen kann man jetzt auch bunt und glänzend. Sogar eine Luxusausführung, golden, viel Chrom und mit Weißwandreifen und Schiebedach. Und vorn drauf das Wappen von Wolfsburg. Vorher meistens Vorkriegsautos und die, die ab 1948 gebaut wurden, die ersten Nachkriegsautos, auch fast noch wie Vorkriegsautos. Aber jetzt sieht man auch den Autos an, dass der Krieg vorbei ist. In Lolla gibt es einen gelben Opel-Kapitän, gelb und mit weißem Dach. Autoradio, Weißwandreifen und über der Windschutzscheibe eine Sonnenblende aus blaugrünem Glas. Wenn man den sieht, freut man sich den ganzen Tag. Durch Lolla geht die Chaussee ja direkt durch. In Lolla ist die Chaussee die Lollerer Hauptstraße. Aber aus den anderen Dörfern gehen die Leute sonntags extra übers Feld oder mit ihren Sonntagsschuhen mürrische kleine Schotterstraßen entlang bis zur Chaussee, damit sie dort sonntags die Autos fahren sehen. Sonntagmorgen die Männer und Kinder und Sonntagnachmittag ganze Familien. Einen richtigen Porsche sehen und einen offenen Mercedes 190 SL. Das Dach offen. Wer den sieht, sagt dann den anderen Kindern, denen die nicht dabei waren, es war ein 300 SL. Ungelogen, mit silbernen Speichenrädern, weiß und mit roten Ledersitzen. Schon auf dem Heimweg glaubt man es selbst. Wenn man zu zweit ist, kann man es sich noch besser einreden und bestätigen. Man geht sonntags zur Chaussee und beneidet den ganzen Weg lang die Dörfer, die nah bei der Autobahn sind. Da könnte man jeden Sonntag auf einer Autobahnböschung sitzen und die Autos zählen. Sieht riesige Ami-Schlitten, einmal einen Alfa Romeo, öfter Autos, die man nicht kennt. Und wenn man einen englischen MG sieht, das Lenkrad rechts, dann weiß man nicht genau, ob es nicht vielleicht doch ein Jaguar sogar war. Nicht nur auf der Autobahnböschung im Gras, gibt auch kleine Brückchen über die Autobahn. Und da stehen Leute drauf und halten sich am Geländer fest und sehen, wie die Autos unter ihnen durchfahren, in beide Richtungen.
die alte Hitler-Autobahn Kassel-Frankfurt aus panzerfesten Betonplatten, an den Brücken Musum-Lavendel-Reklamen. Und wenn manchmal eine Weile kein Auto kommt, nicht mal ein Lastwagen, dann liegt die Autobahn so hell und leer in der Sonntagnachmittagssonne, als wäre es der erste Tag nach dem Krieg. Aber bei uns, sagte ich, war die Autobahn zu weit weg. Höchstens man hätte ein Auto. Manche fuhren wirklich mit einem neuen Auto, neu oder ein neuer Gebrauchtwagen, beinahe wie neu, sonntags zu so einem Autobahnbrückchen, um die Sonntagsautos auf der Autobahn fahren zu sehen. Oder sogar zur Autobahnraststätte Reinhardtsheim. Nicht über die Autobahn, sondern über einen geteerten Waldweg für Lieferanten- und Raststättenpersonal. Ein Waldweg als Zufahrt und dann als Gäste in die Raststätte. Weiße Tischdecken, Kellner mit Fliege und schwarzer Jacke, ein Königsbacher Pils kostet 1,80, so viel wie ein Mittagessen in Gießen in der Gaststätte Pfeil, bei der Spitz im Lämmchen oder im Seltersweg in der Gaststätte Trinkaus. Ein Mittagessen mit Suppe und Salat. Kaffee in der Autobahnraststätte nur in Kännchen. Aber man kann am Fenster sitzen. Eine ganze Reihe von Fenstern, wie in einem Zug. Man sitzt, als ob man selbst fährt und sieht die anderen Raststättengäste und die vornehmen Kellner. Wie auf einer Reise sitzt man und sieht die Autobahn und wie auf ihr die Autos fahren. Und da war es, sagte ich, nicht gleich, aber dann die Jahre danach. Mir ist jetzt noch, als ob dieser Sommer nach mir ruft. Dieser Sommer und dann auch die nächsten, die Sommer danach, sind längst vorbei, sind gewesen und rufen doch immer noch, sagte ich. Die Ferne ist es, die ruft. Durch das Gras, ein Pfad auf den Wald zu, lang hin die Feldwege, Wege aus weißer Erde und Wege aus roter Erde, am Anfang des Sommers erst trocken geworden und werden im Lauf des Sommers erst zu Sand, dann zu feinstem Sommerstaub. Und die Landstraßen? Vielen noch nicht mal geteert. Kleine alte Landstraßen mit vielen Kurven. Straßen, die leer in der Sonne liegen. Lang, bis vielleicht wieder einmal ein Auto vorbeikommt. Vorher noch ein Pferdewagen, ein Ochsenkarren voll Heu und ein Traktor mit Langholzanhänger. Und einmal ein alter Mann mit einem Bündel. Sieht aus wie von weit her. Und dazwischen die Straße jedes Mal wieder leer. Ein langer Tag. Nach Heu riecht es. Ein Bussard ruft. Und auf allen Wiesen der Sommer. Die Wiesen und das Licht von ungefähr 1956 oder 1958, sagte ich. Und da muss es gewesen sein, dass wir alle in Autos einstiegen und zu fahren anfingen. Das ganze Land, die Straßen fingen zu fahren an, die Zeit auch. Die Zeit selbst fing zu fahren an, immer schneller die Zeit. Und seither fahren wir und hören nicht auf zu fahren. Und um uns herum ist die Welt eine Welt für Autos. Ich hoffe, das war die Stelle, ja, die du gemeint hast.